Die Übung ist deshalb gut, weil Sterbeamme müssen unschockierbar sein. Guck mal, wie zauberhaft. Guck mal, wie das da aussieht. Da. Manchmal geht das sogar so weit, dass man sagt, Sterben ist eigentlich ein Fehler in der Medizin. Da muss ein Fehler passiert sein. Und ich vertraue ihr einfach auch. Ich vertraue ihr absolut. Zu sagen, ja, genau, ich gucke mir das an, ein unheimliches Elend. Und du musst gucken und gucken und gucken und gucken. Und vielleicht findest du doch was Schönes drin. Komischen Grunde heraus, dass wir tatsächlich, was ist für eigentlich, Anna? Katharina liebte Törtchen. Mindestens dreimal im Jahr trifft sich Claudia Kardinal mit ihren beiden Kindern in Bergedorf am Familiengrab. Zum Geburtstag, zum Todestag und zu Weihnachten. Ich habe halt keinen für Raya. Wenn es dir richtig schlecht geht, dann solltest du auf den Friedhof gehen. Und wenn es dir richtig gut geht, auch. Ja. La vie. Das ist ein bisschen sortieren, wo vielleicht Wichtiges und Unwichtiges leichter voneinander unterschieden werden kann. Und das macht sich anhand der Sterblichkeit letztendlich, macht sich das. Claudia war es schon immer wichtig, dass ihre Kinder sich auch auf dem Friedhof wohlfühlen. Fahrradfahren auf dem Friedhof oder Fang spielen oder Quatsch machen und über die sich verstecken hinter Grabsteinen, das hat schon immer irgendwie dazugehört, ja. Vor 26 Jahren starb ihr erstes Kind an Krebs. Katharina wurde nur 6 Jahre alt. Wenn sowas passiert, dann klopft der Sensenmann an die Tür und dann kommen 4 harte Gesellen rein. Die Angst, die Furcht, die Sorge und die Panik. Und die stehen bei dir im Raum, wo du manchmal gar nicht weiterdenken magst. Geredet, gemacht und ich finde, jetzt machen wir. Die Diagnose Blutkrebs hat ihr Leben für immer verändert. Du hast keine Ahnung. Hier wachsen Perlen. Hier wachsen Perlen. Die sind. Dennoch wollte sie, dass Tochter Anna und Sohn Johann die verstorbene Schwester nicht vergessen. Es ist leichter für mich, meiner Schwester nahe zu sein, wenn ich hier bin, als wäre ich woanders. Schokoküsse bringen und Torte bringen. Und ich habe irgendwie mein kleines Kuscheltier für sie verbuddelt, was sie früher gemocht hat. Und das sind alles Dinge, die mich an sie erinnern und die kommen, wenn ich hier bin. Katharinas Kampf gegen die Krankheit forderte die ganze Familie. Da weiß ich noch die Situation, dass ich Anna geboren habe. Und ich wusste gar nicht, wie ich das schaffen soll. Es gab ja Zeiten, da hatte ich 2 kleine Kinder. Das eine konnte noch nicht und das andere nicht mehr laufen, weil es so mit Cortison vollgepumpt war. Und die Zeit von 1981 bis 86 gehört zu den angsterfülltesten Zeiten meines Lebens. Seitdem weiß Claudia Kardinal, dass vor allem die Angst das Leben zum Stillstand bringt. Deshalb wurde sie Sterbe- und Trauerbegleiterin. Nun ist sie auf dem Weg zu einem 89-jährigen Patienten, der in einer einsamen Gegend lebt. Dieter Fritzsche hatte einen Schlaganfall. Und ich glaube, dass Dieter sich insgeheim durchaus mit seinem Abschied ziemlich beschäftigt. Wenn du dich dann nutzlos fühlst, dann könnte man ganz leicht so insgeheim auf den Gedanken kommen, was soll ich noch hier? Und ist es nicht besser, wenn ich dann gehe von dieser Welt, bevor ich allen anderen zur Last falle? Das, würde ich sagen, ist eine logische Schlussfolgerung daraus. Und das erlebe ich auch und das höre ich auch ganz gut. Dieter war 57 Jahre mit Thea verheiratet, die vor einem Jahr an Krebs gestorben ist. Claudia besuchte ihn schon 3 Jahre. Hallo, Dieter? Herein, wenn's kein Schneider ist. Sie hat seine Frau bis zu ihrem Tod begleitet. Einen schönen guten Tag. Guten Tag, meine Liebe. Hast du geträumt? Ja, ich habe geträumt. Was hast du geträumt? Ich habe geträumt von vergangenen schönen Zeiten. Das ist doch schön, dass man im Traum solche Sachen nochmal machen kann, oder? Ja, ja. Naja, weißt du, in meinem Alter denkt man ja sowieso viel an die Vergangenheit. Das ist nun mal so. Mhm. Ja. Und noch dazu, wenn sie so schön war. Die Heilpraktikerin behandelt seine Bindehautentzündung. Sie versucht dem Patienten die Angst vor Schmerzen zu nehmen, körperlichen und seelischen. Das ist sehr schön. Darf ich einfach? Ich mache trotzdem in beide Augen was. Naja, das ist kein Fehler. Okay. Sie hatte Thea noch auf dem Sterbebett versprochen,
sich gut um deren Mann zu kümmern. Hier auch ein bisschen was drauf machen. Ach, du versorgst mich ja wieder so lieb heute. Ah, guck. Guck mal, und ich sehe gerade, über dein Bett hängt ein Bild, ne? Ja. Thea und du. Ja. Ist das hier in Gusborn? Das ist in Gusborn. Ah, okay. Mann, herrliche Stunde. Naja, komm, Thea hat ja auch den schönen Spruch gehabt, den hat sie mir beigebracht noch. Ne? Schenke dem Tag ein fröhlich Gesicht und dem Abend ein herzliches Lachen. Ja. Und das hat sie mir noch, da war sie schon im St. Georg Krankenhaus noch, und da hat sie das sozusagen, das ist das Motto meines Lebens, hat sie mir immer gesagt. Ist auch erstaunlich, wenn man die Bilder vom Krankenbett sieht, ja. Sie lächelt immer. Ja. Auch die anderen Aufnahmen alle. Ja. Ja. Immer lächelt sie. Jo. Jo. Du hast da schon ein Schätzchen an der Seite gehabt. Ihr habt mir gezeigt, dass das überhaupt noch machbar ist, dass man eine große Liebe finden kann und die kann man über Jahrzehnte behalten. Ja. Das ist was Traumhaftes. Das finde ich, das gibt ganz viel Hoffnung. Man kann dankbar sein, wenn man in dieser Lage und Situation so jemanden hat wie dich. Das haben nicht alle und das war ein großes Glück, dass ich das gehabt habe und wir das gehabt haben. Hat uns auch ganz gut zusammengeschweißt, ne? Eben, ja. Gut, ne? Ja. So, und jetzt kriegen wir beide einen Becher Kaffee. Das machen wir. Claudia Kardinal auf dem Weg zu ihrer Praxis in Bergedorf. Nach dem Tod ihrer Tochter vor 26 Jahren wusste sie selbst nicht mehr weiter. Sie fand Hilfe gleich nebenan. Die Heilpraktikerin Hildegard Fuhrberg überzeugte Claudia so von ihrer Arbeit, dass auch sie diese Ausbildung machte. Nun haben sie eine Gemeinschaftspraxis. So, dann bin ich gleich für dich da. Hildegard stärkte ihr immer wieder den Rücken, um aus der Not in der Lebenskrise die Tugend einer neuen Lebensaufgabe zu machen. Schwierige Fragen, mögliche Antworten. Für mich ist eigentlich ein besonderer Grund zu feiern, dass ich zutiefst dankbar dafür bin, dass ich, würde mal sagen, so ein Haudegen wie Hildegard an meiner Seite habe, die jeder Frage und jedem Gedanken standhalten kann. Und lösungsorientiert unterstützt. Hildegard half Claudia, finanziell unabhängig zu werden, um auch nach ihrer Scheidung für sich und ihre Kinder sorgen zu können. Heute ergänzen sich die beiden nicht nur bei den Behandlungen, sondern auch bei der Organisation von Lehrgängen, Fortbildungen und Vorträgen. Die Therapeutinnen sind bis ins nächste Jahr ausgebucht. Was ich von Claudia lernen kann, ist in jedem Fall den großen Mut, sich immer wieder diesem Sterbe- und Trauerthema zu stellen. Ich habe das auch, aber nicht so viel wie Sie. Diese Radikalität, damit umzugehen oder kreativ verschiedene Ansätze zu verbinden, sowas in der Art, das ist schon sehr wichtig. Guck mal. Claudia kommt aus der psychologischen Traumatherapie, Hildegard aus der Naturheilkunde. Beide wissen, besser als Schmerztabletten hilft manchmal schon der Druck auf sensible Nervenpunkte. Denn Trauer äußert sich häufig in körperlichen Beschwerden, Rückenschmerzen, Herzrhythmus und Schlafstörungen. Viele Patienten kommen zunächst wegen der Krankheitssymptome in die Praxis. Oft brauchen sie eher Zuwendung als Medikamente. Wenn man so einen intensiven Termin hat, dann mag ich das eigentlich nicht gerne hinterher so Formalien erledigen. So. Und könnte auch sagen, gut, dann wird das Ganze wieder ein bisschen pragmatisch. Aber eigentlich ist es mir lieber, dass die rausgehen, das sacken lassen und die kriegen irgendwann eine Rechnung. Und wir machen das in unserer Praxis so, dass wir uns an einem ortsüblichen Handwerkerhonorar orientieren. Und da wir wissen, dass die Geldbeutel unterschiedlich gefüllt sind, sagen wir so zwischen 40 und 60 Euro, mach was draus. Die Kassen zahlen das nicht. Doch der Ansturm der Hilfesuchenden zeigt den großen Bedarf. Für viele ist die Naturheilpraxis letzte Hoffnung, wenn Medizin nichts mehr tun kann. Manchmal verbindet Claudia Privates und Berufliches. Im Bioladen arbeitet ein langjähriger Patient. Bei Stefan wurde eine lebensbedrohliche Stoffwechselkrankheit festgestellt.
Du siehst so dermaßen zauberhaft erholt aus, als ob du irgendwie 2 Monate auf Kur gewesen wärst. Ja, danke. Als er die Diagnose bekam, fürchtete er nur noch ein paar Monate zu leben. Deshalb begann er die Therapie bei Claudia. Das war vor über 12 Jahren. Der gelernte Koch musste seinen Beruf aufgeben, als die Nachtarbeit zu stressig wurde. Sag mal, und diese. Vor ein paar Wochen ist Stefans Vater gestorben. Die sind ja richtig scharf, oder? Der Verlust hat ihn schwer getroffen. Bei der Überwindung soll Claudia ihm helfen. Frauen müssen sammeln. Wir sehen uns nächste Woche. Bis Montag. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ich glaube, ich könnte nicht bei ihr Patient sein, wenn wir gute Freunde wären. Und aber trotzdem sagt Claudia immer, wir sind eine Familie, wir kennen uns schon so lange. Und das ist. Und ich bin einfach total dankbar, dass sie da ist immer für mich. Und das ist. Claudia hat mir schon so unwahrscheinlich viel geholfen. Und sie ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Mensch in meinem Leben. Claudia Kardinal hat den 89-jährigen Dieter zu einem Ausflug an die Elbe abgeholt. Er möchte noch einmal zu seinem Lieblingsplatz. Die Trauerbegleiterin hat vielfach erlebt, wie Menschen im Alter eine selbstkritische Bilanz ziehen. Oft haben sie das Gefühl, sich selbst verraten zu haben. Nicht so Dieter. Seine Bilanz ist positiv. Hier im Wendland hat der Witwer immer gerne mit seiner Frau die Aussicht auf die Elbe genossen. Ich bin ja festes hier, ich stehe an der Bank. Das stimmt. In den 70er Jahren entdeckte er mit seiner Familie den Urlaubsort Damnatz. Seid ihr auch hierher gefahren, habt euch hier auf die Bank gesetzt oder wie? Wir sind auch dann mit dem Fahrrad mal bis hierher gefahren, haben uns auf die Bänke gesetzt an der Elbe. Und da haben wir beide eigentlich dieselben. Ein guter Platz, um über letzte Fragen zu sprechen, findet Claudia. Gibt es was nach dem letzten Atemzug, ja oder nein? Also ich bin mir durchaus nicht sicher, dass es das nicht gibt. Okay. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass einfach in der Welt Materie oder Seele total verschwindet. Es verschwindet ja nichts, kommt ja in irgendeiner Form immer alles doch wieder, nicht? Ja. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass das also restlos weg ist. Claudia gibt ihren Patienten ein Gefühl der Nähe, wenn andere sich schon längst zurückgezogen haben. So, meine liebe Claudia, jetzt zeige ich dir mal mein Hobby. Für technisch ausgefeilte Konstruktionen konnte sich der ehemalige Hobbypilot schon immer begeistern. Über 800 Modelle hat er gesammelt. 100 Jahre Geschichte des Automobils, von 1886 an. Er sucht jeden Tag weiter nach neuen Oldtimern. Das ist zum Beispiel hier ein Düsenberg. Erst recht, seitdem er allein lebt. Ja, der Düsenberg. Und Gott sei Dank bin ich ja nur pragmatisch genug gewesen, mich eben so in andere Beschäftigungen hineinzustürzen, dass ich also nicht ständig und dauernd mit ihrem Tod belastet bin. Das ist ja auch wichtig. Nicht? Und das würde sie auch gar nicht wollen. Hat sich manche gewundert, dass ich dann gleich dran gegangen bin, aufzuräumen und alles umzuändern und so weiter. Aber das war ja eben notwendig, damit ich also darüber wegkomme. Seine Frau gab ihm das Motto ihrer Ehe. Die Summe unseres Lebens sind die Stunden, wo wir liebten. Einen schönen guten Morgen. Heute beendet Claudia einen ihrer Ausbildungsgänge für die künftigen Sterbeammen. Für Geburtshilfe gibt es Hebammen. Aber auch Sterbende brauchen professionelle Hilfe. Doch, irgendwas ist da komisch, ne? Die Arbeit als Sterbeamme hat das Ziel, den größtmöglichen Frieden für alle Beteiligten zu unterstützen. Die meisten Menschen möchten gern zu Hause sterben, wissen aber nicht, ob sie genug Hilfe bekommen können. Das heißt, das Haussterben geht im Prinzip nur, wenn mindestens eine Handvoll Menschen da ist, um das zu begleiten. Bislang gibt es viel zu wenig qualifizierte Sterbebegleitung. Häufig sind Familien allein von der Pflege überfordert. Wirklich zu fragen oder zu sagen, Sie müssen das nicht tun, wir können einen Pflegedienst ins Haus holen, vielleicht möchten Sie lieber mit Ihrem Mann und Ihrer Frau noch am Bett sitzen, vorlesen und waschen, Windel wechseln, macht jemand anders. Und das finde ich ganz wichtig, weil ganz viele Leute, so auch Töchter,
oder Angehörige in sich tragen. Man muss das tun. Mhm. Und ich finde, das ist Gift. Gift für den, der es tut und Gift für den, der es empfängt. So, wenn ich jemanden den Po abwische, wo ich eigentlich mir hier stehe, das ist für mich nicht gut und für den, den ich pflege, auch nicht gut. Und er kann oft gar nichts mehr sagen. Meist entscheiden sich Frauen für pflegende Berufe. Der einzige Mann in diesem Kurs ist der Arzt Michael Ruppel. Die eigentliche Auseinandersetzung hatte ich, glaube ich, als ich im Notdienst war und in vielen Jahren nachts gesehen habe, wie das ist, wenn gestorben wird oder wenn Menschen sterben. Entweder zu Hause, das habe ich gesehen und erlebt. Ich habe auch gesehen, wie jemand mehr oder weniger links liegen gelassen wird. Man guckt ins Zimmer, zwei Stunden später guckt man wieder und die Person ist gestorben und man weiß nicht mal den Todeszeitpunkt. Wenn es eine Möglichkeit gibt, das Sterben in einer von mir aus neuen Sterbekultur etwas mit mehr Würde und mit mehr Humanem zu verbinden, da möchte ich das lernen oder da möchte ich Fortbildung mitmachen, um zu sehen, ob man da nicht ein Stückchen weiterkommt. Eine Frage, Lisa, fang an. Okay. Ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Die junge Frau ist Bestatterin und erhält heute die Abschlussbeurteilung für ihre Zusatzausbildung. Lisa, ich möchte mich aufstehen. Oh, bitte. Es geht um dich. 2 Jahre lang Wochenendseminare, Prüfungen und eine Abschlussarbeit. Du bringst so viel Lachen hierher. Und dazu dieser unglaubliche Humor. Die intensive Auseinandersetzung mit dem Tod hat in der Gruppe vertraute Nähe entstehen lassen. Die Sterbearmen wollen sich auch zukünftig in schwierigen Situationen gegenseitig helfen. Das kommt dann überall. Sehr schön, das finde ich schön. Claudia Kardinals Therapiestunden finden manchmal im Grünen statt. Stefan ist leidenschaftlicher Hobbygärtner. Heilkräuter helfen ihm, dass er von seiner Stoffwechselkrankheit kaum noch etwas spürt. Ja, darfst du. Darf ich? Ja. Claudia motiviert ihn immer wieder, das zu tun, was ihm am meisten Freude macht. Das Erste, was ich mache, ich ziehe mich morgens dick an und gehe raus und guck. Ja, ist so. Ich schnapp mir einen Kaffee und ja, ist ganz einfach so. Also es ist ein Stück weit mein Seelenfrieden. Ich glaube, der Garten ist für mich Heilung einfach. Ja. Also was Besseres hätte mir nie passieren können. Also ich habe immer als Kind gedacht, der größte Wunsch wäre für mich ein Garten. Aber ich habe nie gedacht, dass ich das habe. Und irgendwie ist da, ich denke auch immer, die Wünsche, die wirklich vom Herzen kommen, die funktionieren auch. Stefan möchte noch einmal das Lieblingsgericht seines Vaters nachkochen. Sozusagen als Abschiedsgeschenk. Der mag kein Honig, nur Bio-Honig. Ich habe ja auch noch Bio-Honig. Ups. Beim Kochen werden Erinnerungen an den Vater geweckt. Er hatte jahrelang an multipler Sklerose gelitten. So. Also Premiere, ne? Ja, toll. Hat's noch nie gegeben hier. Wehe, der Grill geht jetzt nicht. Der Grill geht. Wehe. Den benutze ich immer. Diese Bilder. Über Bilder konnten sich Sohn und Vater gut verständigen. Er war Glasmaler. Nach Ausbruch seiner Krankheit hatte Stefan sein künstlerisches Talent neu entdeckt. Dass du mich damals so animiert. Ja. Das animiert, wieder zu malen. Und da habe ich einfach, ja, meinen Kotzzustand, in dem ich mich befunden habe, auf Papier gebracht. Gefangen sein im inneren Hirn, umwickelt mit Stacheldraht. Das Herz ist schwarz. Nichts mehr ist schön. Ich glaube, als ich das gemalt habe, habe ich echt nur geweint. Das war ziemlich heftig. Aber was für eine Power, ne? Ja, am Schluss habe ich das alles so, aber ich will es nicht haben. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Durch Claudias Hilfe hat Stefan gelernt, mit der Todesangst zu leben. Und da, jetzt gucken wir. Guck mal, wie die Hühner aussehen. Wie wir das Essen für Papa mal machen. Ich glaube, die ist immer da. Dann ist es doch das Entscheidende, dass in dem Moment, in dem du Angst hast, dass du irgendjemanden findest, der so hart gesotten ist, der sagt, jetzt gucken wir uns das Ding an. Was ist das? Und was kann man tun? Und genau darum geht es. Einer von ungezählten Anrufen. Ach, das ist einfach eine Situation, wo ich... Eine Krebspatientin hat Panikattacken. Wenn jemand weiß, dass ein Absprung vom Leben bevorsteht, das sind Situationen,
die wir uns manchmal beim Die Mahlzeit im Gedenken an den verstorbenen Vater wird feierlich zelebriert. Okay. Prost. Prost, Papa. Prost. Prost. Claudia Kardinal hat sich mit ihrer ehemaligen Schülerin an deren neuen Arbeitsplatz verabredet. Lisa, hallo Claudia. Die junge Bestatterin hat Glück gehabt mit ihrer Bewerbung. Willkommen. Weißt du, was ich schön finde? Ja. Zwei Gratulationen. Ja. Punkt 1, du bist sterbearm. Und Punkt 2, so ein schöner Job. Ja, vielen Dank. Gratuliere dir von das Konzept des Bestattungsinstituts passt gut zum Beruf der Trauerbegleiterin. In ruhiger Umgebung kann Lisa Magera hier mehr auf die Wünsche der Trauernden eingehen. Das da. Die Trauerfeierhalle, dass man hier einen Abschiedsraum hat, wo die Angehörigen Abschied nehmen können, dass die Hinterbliebenen hier eingebunden werden können, dass wenn welche sagen, wir möchten gerne einen Sarg bemalen, dann haben wir dafür Räume. Jedes Mal, wenn ich morgens zur Arbeit komme, es ist wirklich die Wärme und es ist einfach ein schönes Arbeiten. Und hier haben wir noch mal. Seit ein paar Jahren wandelt sich die Bestattungskultur grundlegend. Angehörige haben zunehmend die Möglichkeit, Verstorbene individuell zu verabschieden. Auch das war schon lange ein Anliegen von Claudia Kardinal. Das ist toll. Das ist toll. Das kann man noch mal. Wie oft heule ich mit? Das passiert mir ganz häufig. Aber dass ich sage, ich bin, wenn ich nur noch weine, bin ich nicht mehr handlungsfähig. Mhm. Und die Handlungsfähigkeit ist das Entscheidende. Und die Angehörigen dann mit ins Boot zu holen und zu sagen, wir machen das gemeinsam. Und wir gemeinsam gestalten einen heilsamen Abschied, der nicht nur schmerzhaft ist. Die Übung ist deshalb gut, weil Sterbearme müssen unschockierbar sein. Das Ausprobieren der Särge hat Claudia Kardinal in die Ausbildung zur Sterbearme aufgenommen. Wenn es Situationen gibt, wo auch ich dann mal an meine Grenzen komme, dann würde ich Claudia immer wieder anrufen und sagen, Mensch, pass auf, was würdest du tun, was würdest du machen? Die ersten Wochen Berufspraxis haben Lisa überzeugt. Sie kann mit trauernden Angehörigen und den Toten gut umgehen. Das sind jetzt also diese berühmt-berüchtigten Kühlfächer. Richtig. Wo ich als Angehörige einen Horror vorhabe. Mhm. Einen richtigen Horror. Denn wenn ein Mensch, den ich sehr liebe, im Kühlfach landet und ich sitze zu Hause auf dem Sofa, das ertrage ich kaum. Mhm. Ich glaube, deswegen bin ich ja auch eine absolute Befürworterin der Aufbahrung. Mhm. Weil die Zeit für einen Abschied da sein muss. Ne? Davon wollen die meisten immer noch nichts wissen. Das sagen immer alle, dass das ein schrecklicher Beruf ist und ich finde das gar nicht. Genau das ist nämlich der Punkt, dass ich sage, ich arbeite nur mit Sterbenden. Weil wir sind alle sterbend. Claudia Kardinal wollte aus ihrem Leben schon immer etwas besonders Schönes machen. In ihrer ersten Ausbildung lernte sie das Goldschmieden. Heute ein Ausgleich für anstrengende Therapiestunden. Denn gerade in ihrem Beruf als Sterbebegleiterin ist es besonders wichtig, sich den Sinn für das Schöne zu bewahren. Also erstmal ist es so, dass ich dafür sorge und dafür tue ich viel, dass ich ein richtig gutes Leben habe. Ich habe richtig viel Spaß. Als ich angefangen habe damit und mich fürs Leben entschieden habe wieder, da habe ich gesagt, so, und ich gehe hier nicht weg, bevor ich nicht auf dem Totenbett sagen könnte, das war so geil, das müsste man glatt nochmal machen. Mit dem Pool im Garten hat Claudia sich einen alten Traum erfüllt. Die Fotoalben aus Annas Kinderzeit haben Mutter und Tochter lange nicht mehr angesehen. Genau, und da habe ich ganz viele Fotos von euch gemacht. Und die fand ich unheimlich schön, diese Fotos, wie ihr da sitzt. Na, guck mal, wie du sie mir anguckst. Oh. Himmelst die irgendwie an. Ne? Katharina? Ach so, ich dachte, du. Die Kinder im Alter von 6, 4 und 2 Jahren. Ja, und das ist doch schon, da hat doch jemand meine Haare schon wieder korrigiert, oder? Aus der Zeit nach Katharinas Tod gibt es keine Fotoalben mehr.
Die Kiste ist in den letzten 3 Jahrzehnten kaum geöffnet worden. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo diese Kiste herkommt. Hoffmanns Spezial. Hoffmann ist auch ein schöner Wort, ein schöner Name, ne? Boah, da, ich weiß gar nicht, wie lange ich da nicht reingeguckt habe. Nach dem Tod von Katharina hat sich so viel verändert. Ich habe die eigentlich nicht mehr eingeklebt oder wegsortiert, sondern ich habe die einfach nur noch in diese Kiste reingeschmissen. Ich habe auch aufgehört zu fotografieren, auch vielleicht auch zum Leidwesen von meinen anderen Kindern, weil die natürlich jetzt größer sind. Ich habe die natürlich nicht ansatzweise so viel fotografiert, wie ich Katharina fotografiert habe. Und es gibt hier auch das Betrachten der alten Fotos ist schmerzhaft. Claudia findet alte Filme, die sie noch nie angesehen hat. Filme aus dem Winter 1982. Katharinas langes Martyrium hatte erst begonnen. Mit knapp 2 Jahren hatte sie alle Haare durch die Chemotherapie verloren. Claudia war nach der Geburt ihres 2. Kindes gerade aus dem Krankenhaus gekommen. Aus dem Baby Anna ist 30 Jahre später eine Sprachwissenschaftlerin geworden. Sie hilft der Mutter bei der Veröffentlichung ihres 5. Buches. Tod und Trauer bei Kindern und Jugendlichen, ein Tabuthema. Mit Fallbeispielen aus dem Internet. Weil eigentlich heißt doch das Kapitel so, oder nicht? Nee. Gibt es denn niemand, der glücklich ist, rief der Jugendliche, nachdem er die Welt durchgegoogelt hatte. ... Finde ich fantastisch. Ja, und ich wünsche mir, am meisten wünsche ich mir für Kinder, Erwachsene, die Hoffnung im Leib haben und Begeisterung fürs Leben. Anna ist mit dem Thema aufgewachsen. Ich finde, das ist eine wichtige Arbeit. Ich finde es leicht, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der hinter dem, was er macht, auch einen Sinn sieht. Nach dem Tod ihres Kindes hatte sich Claudia einen neuen Leitspruch gesucht. Mach jetzt das Beste aus dem Leben, egal wie lange es noch dauert. Das Beste in ihrem Leben sind die Beziehungen zu Familie und Freunden, mit denen sie die schönen Momente teilt. Claudia Kardinal möchte, dass sich Menschen mit ihrer Sterblichkeit auseinandersetzen und sie als Teil des Lebens wahrnehmen. Sie hat ein neues Berufsbild geschaffen und über 300 Sterbeammen ausgebildet. Als Sterbebegleiterin hat sie den Tod hunderte Male kommen sehen. Ich habe keine Angst davor, weil ich der Überzeugung bin, dass erst die Begeisterung erlischt und ein ganz großer Zweifel am Leben nagt. Und daran ackere ich mein Leben lang, jemanden mit Begeisterung zu infizieren. Mit richtiger Begeisterung. Und ich glaube, diese ganze Leidenschaft dabei, und ich glaube, das ist pures Leben. Das ist pures Leben. Ganz toll. Claudia Kardinal geht es um Lebensfreude bis zum letzten Moment. Vielleicht ist das ihr Erfolgsgeheimnis.